jemand hier? Mister, wir haben uns verfahren und es ist keine Menschenseele auf dem verdammten Highway. Wie können Wenn wir... Wenn Sie leben wollen, verschwinden Sie und fahren Sie nicht auf dieser Straße. Mit ihm stimmt Vor allem etwas nachts. Nicht. Weg da! Nein, nein, warte! Wie? Und warum? Schau... Fährt jemand? Und sie sagten, die Autobahn sei gesperrt. Was ist das? Oh mein Gott! Linda, gib Gas! Ich hätte nicht gedacht, dass sich die Stiftung nach so vielen Jahren des Ruhestands noch an den alten Tom erinnern würde. Am Morgen tauchten zwei Agenten auf und wollten über einen alten Fall sprechen. Wie komme ich zu dieser Ehre? Herr Jones, erinnern Sie sich an die Ereignisse des Sommers 1972? Möchten Sie etwas über das Objekt SCP-745 erfahren? Nun, in meinem Alter gehorchen mir meine Beine nicht mehr und mein Herz sticht ein wenig. Aber zum Glück ist das Gedächtnis klar wie eh und je. Ja, ich erinnere mich an alles, als wäre es gestern gewesen. Auf dem Highway mitten in der Mojave-Wüste begannen Menschen zu verschwinden. Weder Bargeld noch andere Wertgegenstände verschwanden aus den Autowracks. Irgendetwas stimmte nicht. Der Sheriff traf mich an Ort und Stelle. Er schickte eine Anfrage für eine Untersuchung an das FBI. Aber dieser Fall war nicht für Sie, sondern für die neue Abteilung der SCP-Stiftung und für mich, einen jungen und ehrgeizigen Agenten namens Thomas Jones. Ich war gerade dabei, den Schaden zu begutachten, als dieser mürrische alte Mann, Bob Goldman, auf uns zukam. So viele Jahre sind vergangen und ich erinnere mich immer noch an sein verärgertes Gesicht. Der Sheriff fluchte und bat darum, sich den Unsinn dieses Verrückten nicht anzuhören. Ich habe die Mädchen gewarnt, dass es hier Monster gibt. Was soll das heißen? Sie denken, ich sei verrückt. Aber ich sage dir was, Junge. Die können mich mal. Ich habe vor 6 Monaten mit eigenen Augen Blitze über den Hügeln gesehen. Und ich habe ein Krachen gehört. Und dann erschienen diese 2 Kreaturen mit glühenden Köpfen. Sie greifen einzelne Autos an und verschlingen die Menschen mit Haut und Haar. Diese Mistviecher. Ich werde helfen, sie zu vernichten. Ich danke Ihnen für Ihre Mitarbeit, Sir. Aber das ist unsere Angelegenheit. Ich wartete bis zum Einbruch der Dunkelheit, um mich persönlich von den Worten des alten Mannes zu überzeugen. Nichts Ungewöhnliches. Der Sheriff hatte recht. Der alte Mann ist einfach nur verrückt geworden. In der Dunkelheit hielt ich die leuchtenden Köpfe der Kreaturen für Autoscheinwerfer. Was zum Verdammt nochmal. Ich beschloss, mich umzudrehen und vor ihnen zu fliehen, aber ich konnte nicht. Ich hatte keine Zeit, nach einer Waffe zu greifen. Und wenn Bob nicht gewesen wäre, wäre ich zum Abendessen für diese Kreatur geworden. Geht es Ihnen gut? Schulde Ihnen was, Bob. Die Kreatur schien mit ihrem Partner
zu kommunizieren. Und als es merkte, dass sein Freund ins Gras gebissen hatte, öffnete es sein Maul und stürzte sich auf uns. Am Morgen packten wir die Körper dieser Dinger in Leinensäcke und luden sie in den Hubschrauber der Stiftung. Danke, dass Sie mir den Arsch gerettet haben, Bob. Der Fall kann abgeschlossen werden. Beide Kreaturen wurden eliminiert. Vielleicht werde ich wenigstens jetzt nicht mehr für verrückt gehalten. Ich fürchte, die Stiftung wird den Vorfall nicht öffentlich machen können. Und um ehrlich zu sein, muss ich laut Protokoll ihr Gedächtnis auslöschen. Die Stiftung also? Das hätte ich mir denken können. Sie sehen nicht wie ein Bundesbeamter aus. Ich verstehe schon. Ich war auch mal im Krieg, aber... Trotzdem bitte ich Sie, mein Hirn nicht zu löschen. Vor 6 Monaten haben diese Kreaturen meinen Sohn verschlungen. Seitdem lebe ich nur noch mit dem Gedanken an Rache. Die Erinnerungen an Chris ist alles, was ich noch habe. Ich muss wohl unvorsichtig gewesen sein, aber die Geschichte des alten Mannes berührte mich. Außerdem stand ich in seiner Schuld und ich überließ Bob seine Erinnerungen. Am Stützpunkt der Stiftung konnten wir die Körper der Objekte genauer untersuchen und feststellen, dass ihnen die Sehorgane völlig fehlten. Das Gehirn war in einem durchsichtigen Beutel mit biolumineszierenden Eigenschaften eingeschlossen. Außerdem reagierten die Körper seltsam auf ultraviolettes Licht. Aber das Interessanteste war, dass sie eine anorganische, genetische Struktur hatten. Sie gehörten eindeutig nicht in diese Welt. Leider gelang es uns nicht, sie umfassend zu verstehen und zu erfahren, wie sie auf die Autobahn gelangt waren. Mr. Goldman, was zum Teufel? Wir hatten eine Abmachung. Wenn Sie stillschweigen, verschone ich Sie. Halt die Klappe, Junge, und komm her. Wir haben uns geirrt. Es gibt noch viel mehr von diesen Kreaturen. Der Sheriff ist vor ein paar Tagen verschwunden. Und gestern habe ich sein Autofahrt gefunden. Es sind Krallensporen von diesen Monstern drauf. Verdammt nochmal. Wir fliegen sofort raus. Damit schien die Sache erledigt zu sein. Aber eine Woche später berichteten sie mir, dass ein alter Mann Anfragen an alle Behörden schickte und nach mir suchte. Das konnte nur einer gewesen sein. Warum haben Sie so lange gebraucht? Und ich freue mich auch, Sie wiederzusehen. Hören Sie, Bob, Sie kennen sich in der Gegend aus und sind den Kreaturen bereits begegnet. Kann ich auf Ihre Hilfe zählen? Na klar, diese Kreaturen haben den falschen Sohn auf dem Gewissen. Ich stelle nur eine Bedingung, Thomas. Wir werden nicht aufhören, bis wir sie alle vernichtet haben. Keine dieser Kreaturen darf am Leben bleiben. Natürlich, Bob. Ihre Entscheidung. Diesmal brachte ich ein Team und Ausrüstung mit. Der Leiter der Stiftung gab persönlich die Anweisung, ein paar dieser Kreaturen lebendig für Experimente zu liefern. Komm zu Papa. Ich sagte, wir brauchen sie lebend. Holen wir uns den zweiten. Hab ich dich. Es wurde beschlossen, einen Hinterhalt zu legen. In der Nacht teilten wir uns in mehrere Teams und patrouillierten in der Gegend. Ich schoss die Kreatur mit einem Pfeil ab, der mit einem Funksender versehen war. Das reichte, um es aufzuspüren. Aber es bewegte sich schneller als unser Auto und bald verloren wir es. Hier ist es! Schnappt es euch lebendig! Das ist ein Befehl! Die ganze Nacht über verfolgten wir das Objekt per Funksignal und erst im Morgengrauen war die Suche beendet. Also tötet die Sonne diese Kreaturen? Jetzt ist klar, warum sie nur nachts auftauchen.
Es scheint so, als würden sie am Morgen sterben, wenn sie es nicht schaffen, zu ihrem Unterschlupf zu gelangen. Wir werden die Gegend durchkämmen, um ihre Höhle zu finden. Und dafür werden wir die Hilfe eines Einheimischen benötigen. Doch dann geschah das Unerwartete. Mit den ersten Sonnenstrahlen zerfiel die Kreatur zu Staub. Verdammt, damit hatte niemand gerechnet. Diese Hitze bringt mich um. Bob, hören Sie mich. Gibt's was Neues? Wir sind den ganzen Tag umsonst durch das Death Valley gewandert. Doch als es scheinbar keine Hoffnung mehr gab, zischte mein Funkgerät. Ich habe es gefunden. Dieses verdammte Ding ist in einer kleinen Schlucht westlich des Highways. Super, wir sind gleich da. Der alte Mann entdeckte das Versteck und wir eilten dorthin. Ich will nicht lügen, was ich da sah, beeindruckte mich sehr. Es war eine Art Portal, gefüllt mit einer schwarzen Leere. Es war, als ob Raum und Zeit zerrissen wären. Diese Wesen schienen aus einer anderen Dimension hierher gekommen zu sein. Also begannen wir, eine Expedition auf die andere Seite vorzubereiten. Während wir das Portal absperrten und die Ausrüstung zusammensuchten, war es bereits dunkel und es warteten Probleme auf uns. Nicht schießen! Das ist ein Befehl von oberster Ebene! Wir brauchen sie! Hab ich euch, ihr Mistkerl! Nein! Was zur Hölle? Du hast sie entkommen lassen! Wir hatten eine Abmachung! Du hast mich getäuscht. Es tut mir leid, Bob, aber ich habe meine Befehle. Ihr könnt mich mal. Ich werde sie jagen und selbst töten, bevor sie noch jemanden schaden. Ich habe meine Leute geschickt, um dem alten Mann zu folgen. Denn für mich war es wichtiger, das Portal zu erkunden. Nein, so ein verdammter Mist. Aber mein Plan scheiterte. Plötzlich verschwand es einfach. Verdammt. Wir konnten nur abwarten. Wir haben das Portal mehrere Tage lang bewacht, vergeblich. Die Kämpfer, die ich auf die Suche geschickt habe, berichteten, dass Bob sie zuerst gefunden hat. Der unausstehliche alte Mann hat einfach alles ruiniert. Ich war aufgeschmissen und musste mich bei der Direktion melden. Ja, Sir, wir liegen seit 3 Tagen auf der Lauer. Das Portal hat sich nicht wieder gezeigt. Nein, wir haben im Moment keine lebenden Kreaturen. Verstanden. Doch dann geschah etwas Seltsames. Eine unbekannte Person meldete sich auf unserer Funkfrequenz. Er stellte sich als Dr. Martin Brown vor und versicherte, dass es sinnlos sei, auf das Portal zu warten. Es würde hier nicht wieder erscheinen. Der Doc gab die Koordinaten seines Standorts an und sagte, er brauche unsere Hilfe, um es aufzuhalten. Den Koordinaten zufolge fuhren wir 10 Kilometer tief in die Wüste und fanden eine verlassene Militärbasis. Was ist hier passiert? Martin Brown sagte, dass auf dem Stützpunkt Atomtests durchgeführt wurden. Vor 6 Monaten wurde eine neuartig experimentelle Bombe gezündet, die von dem Wissenschaftler selbst entwickelt wurde. Sie hat den Raum gekrümmt und im Epizentrum alle Gesetze der Physik außer Kraft gesetzt. Das Raumzeitgefüge um die Explosion herum wurde so stark deformiert, dass in unserer Realität Löcher in eine Parallelwelt entstanden sind. Die Explosion brachte diese Kreaturen mit glühenden Köpfen hervor. Die Ungeheuer griffen die Mitarbeiter an. Das Experiment musste beendet werden und die Basis geschlossen. Dr. Brown gab sich selbst die Schuld an dem, was geschah, und so blieb er, um die Folgen seiner Erfindung in Schach zu halten. Am Ort der Explosion fand er einen seltsamen schwarzen Kristall, der ein abnormales Feld erzeugte, das Portale entstehen ließ. 6 Monate lang riskierte Brown hier seine Gesundheit. Die Strahlung des Kristalls tötete alle Lebewesen in der Umgebung. Aber der Doc gab nicht auf und entwickelte eine weitere Bombe. Nach Browns Berechnungen musste sie den verdammten Kristall zurück in die Parallelwelt bringen. Dann wäre alles vorbei. Doch als die Bombe fertig war, wurde dem Wissenschaftler klar, dass er selbst nicht in der Lage sein würde,
sie zum Kristall zu bringen. Brown hatte einen starken Funksender in seinem Labor. Ganz zufällig stellte er unsere Frequenz ein und erkannte aus meinem Gespräch mit meinem Vorgesetzten, dass wir ähnliche Ziele verfolgten. Nun, Sie haben uns nicht umsonst gerufen, Mr. Brown. Wir werden Ihnen helfen, das hier zu beenden. Ohne Zeit zu verlieren, stellten wir sofort eine Expeditionsgruppe zusammen. Der Doc hatte nicht übertrieben. Die abnormale Strahlung am Epizentrum ging mehr auf die Gesundheit als unsere Schlaflosigkeit und die verdammte Hitze. Jede Zelle in meinem Körper schmerzte und der alte Mann sah noch schlimmer aus. Vollkommen erschöpft erreichten wir das Epizentrum spät in der Nacht. Je näher wir dem Kristall kamen, desto schlechter fühlten wir uns. Es war unmöglich, von dort zu entkommen. In diesem Moment war Martin Browns Zeit abgelaufen. Seine letzten Worte waren: Diese Bombe wird die Portale entweder zerstören oder die Grenze zwischen den Welten endgültig einreißen. Wir hatten geplant, die Ladung aus der Ferne zu zünden, aber verdammt nochmal, ein Portal erschien direkt vor uns. Wir überschlugen uns und der Zünder zerbrach in 1000 Stücke. Jetzt konnte die Ladung nur noch manuell aktiviert werden. Aber mein Team wurde von diesen Kreaturen verschlungen und ich hatte nicht einmal mehr die Kraft, mich auf die Beine zu stellen. Ich war schon dabei, mich auf den Tod vorzubereiten. Auch beim zweiten Mal rettete mir Bobs verrottete Schrottkarre das Leben. Der alte Mann schlug eine der Kreaturen und half mir, in den Pickup zu steigen. Du siehst schrecklich aus, Jungchen. Wir müssen weg von hier. Bob, nein. Da ist eine Bombe. Wir müssen sie aufhalten. Nun, das ist dein Job für meine alten Knochen. Verschwinde hier, Junge. Ich kann nicht zulassen, dass du... Du gehst besser zurück zu deiner Stiftung und sorgst dafür, dass sich keine weiteren Monster in unsere Welt verirren. Ich muss jetzt meinen Sohn rächen. Es war schön, Sie kennengelernt zu haben, Bob. Fahr zur Hölle, du kleiner Mistkerl! So haben wir es damals beendet. Eine Zeit lang beobachteten wir das Gebiet noch, aber es gab keine weiteren Portale oder Kreaturen. Ich musste mir natürlich eine Standpauke abholen, weil ich kein lebendes Exemplar von SCP-745 ablieferte und dieses Objekt weiterhin schlecht untersucht ist. Aber es tröstet mich, dass die Menschen auf der Autobahn nicht mehr verschwanden. Schauen Sie mal, diese Bilder kamen gestern aus Nevada. Das ist unmöglich. Das ist der alte Bob. Und er hat sich überhaupt nicht verändert. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Wir brauchen Ihre Hilfe, Sir. Sie müssen zurück an die Arbeit. Wie ich das vermisst habe. Haltet euch fest, Jungs. Es geht los.